Der Tag war gekommen, es allen zu zeigen. Der erste FC Bocholt gehört mindestens in die Oberliga. 2012 war die Mannschaft aus der damaligen Niederrheinliga abgestiegen. Jetzt, mit Trainer Manuel Jara, soll so etwas nicht mehr passieren. Wie wichtig wäre da ein guter Auftakt beim Traditionsclub ETB Schwarz-Weiß Essen? Doch zunächst machten die Essener, ganz in Schwarz, dem ersten FC ganz schön Dampf. Dann allerdings die Bocholter. Und es kam die 30. Spielminute. Einwurf Giesbers auf Harm, wieder zu Giesbers, der den Ball in den 16er flankt auf Munoz. Und Munoz! 1:0 für den ersten FC Bocholt. Was für ein Auftakt für die Jara-Elf, die jetzt offenbar Blut geleckt hatte. Denn nur kurz darauf Winking aus 16 Metern. Ein Sonntagsschüsschen, das der Essener Keeper nur mit Mühe pariert. Die Bocholter haben jetzt das Heft in der Hand. So auch in der zweiten Hälfte. Unbedingt wollten die Bocholter jetzt das Ding nach Hause fahren und es möglich noch einmal im Essener Kasten klingeln zu lassen. Dann die 82. Minute. Foul von Essens Müller an Junker. Da der schon gelb gesehen hatte, gab es jetzt folgerichtig gelb-rot. Der erste FC, die letzten 8 Minuten in Überzahl. Spätestens jetzt gab es kaum noch Zweifel am Bocholter Sieg. Denn die hatten eine ganze Reihe von Großchancen. Wie hier in der Nachspielzeit. Zuckerflanke von André Bugler direkt auf den Schlappen von Giesbers. Den muss er eigentlich machen, aber egal. Kurz darauf dann der Abpfiff eines überzeugenden Auftaktspiels der Bocholter. Wir haben dominant gespielt. Die erste Viertelstunde haben wir ein bisschen zurückfallen lassen, aber dann danach haben wir ein bisschen Pressing gemacht. Und ich glaube, dadurch haben wir auch den Sieg ein bisschen erzwungen. Ja, die Jungs waren am Anfang bisschen zurückhaltend, fand ich, aber dann sind die immer besser ins Spiel gekommen und dann ist irgendwann die Situation passiert, dass der Wien Kopf an Kopf mit jemandem zusammengefallen ist. Ja, und Glück im Unglück für mich halt, dass ich dann reingekommen bin. Das Spiel wurde immer besser, haben wir das 1-0 gemacht, verdienterweise. Ich fand auch, wir hatten viel mehr Ballbesitz und ETB hat, glaube ich, ganzes Spiel 1-2 Schüsse aufs Tor gehabt. Am Ende war es halt schade, dass wir das zweite nicht nachgelegt haben. Wurde das noch bis zum Ende spannend. Man weiß ja, ne? Wenn es 1-0 steht, kann in der 90. Minute halt das 1-1 passieren und dann steht es halt doof da. Am Sonntag geht's dann zu Hause gegen Ratingen.